Hallo und willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du diesen Einhorn-Smoothie ganz einfach selber machen kannst. Ich habe mich mal wieder flash verliebt in einen Unicorn-Frappuccino von Starbucks und ihn für euch nachkreiert. Meiner kommt natürlich mit einem Streuselrand mit Schokolade, leckerem selbstgemachten Brausepulver zum Dekorieren, zwei mega fruchtigen Smoothie-Rezepten und einer geheimen Zutat. Auf meinem Kanal teile ich mit dir ganz viele günstige Deko-DIYs, leckere, gelingsichere Rezepte, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du selbst deinen Garten gestaltest und wie du ihn pflegst und alles, was du zur Partyplanung brauchst, vom Kindergeburtstag bis zur Erwachsenenparty. Für diesen Unicorn-Smoothie brauchst du gefrorene Erdbeeren, Mango, Drachenfrucht, Milch und Sahne, Zucker, weiße Schokolade, bunte Streusel, Vanillepaste, Eiswürfel, eine Zitrone und Zitronensäure. Zuerst zeige ich dir, wie du den Streuselrand machst. Du möchtest ja, dass die Schokolade wieder hart wird, wenn sie erkaltet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Schokolade temperieren. Aber wir müssen es nicht zu kompliziert machen. Ganz einfache Methode. Entweder wir machen es hier so in einem Wasserbad oder wenn du eine Mikrowelle hast, das geht natürlich auch super. Nimm dir einen Topf mit kochendem Wasser und da stellst du deine Schokolade immer für ein paar Sekunden drauf. Dann nimmst du sie wieder runter, rührst und wenn du merkst, da passiert nichts mehr, es schmilzt nicht mehr, dann wieder für ein paar Sekunden auf das heiße Wasser und wieder runter. Und mit der Methode kann einfach die Schokolade nicht so heiß werden und du solltest immer darauf achten, dass noch ein paar von diesen kleinen Schokoladenkügelchen so drin sind und dann schmelzen, wenn du sie vom Wasserbad nimmst. So wird die Schokolade nie zu heiß und wird dann wieder schön fest, wenn sie kalt wird. Genauso gut kannst du es auch in der Mikrowelle machen. Einfach immer für 3 Sekunden in die Mikrowelle, natürlich nicht in einem Metalltopf, sondern in einem Kunststoffbehälter. Und dann wieder rühren und wenn es noch nicht ganz geschmolzen ist, dann nochmal in die Mikrowelle für ein paar Sekunden. Das Wichtige ist nur, dass du so wenig die Schokolade erhitzt wie möglich. Dann bist du schon fertig mit der Schokolade und kannst das heiße Wasser wegstellen. Im nächsten Schritt bepinselst du jetzt noch die flüssige Schokolade auf den oberen Glasrand. Kannst du schon dick auftragen, nicht zu dick, dass es runterläuft, aber so einen breiten, dicken Streifen. Die größeren Streusel habe ich aussortiert, die habe ich da links im Bild auf dem Deckel liegen, weil die könnt ihr nur einzeln ankleben, die sind einfach zu schwer und fallen dann ab, wenn man die versucht aufzustreuen. Und alle kleinen Streusel habe ich mir im Döschen gelassen. Schaut auch, dass ihr den oberen Rand gut mit Schokolade einpinselt, weil dann halten da auch Streusel und es sieht einfach schöner aus, wenn es seitlich und oben abgedeckt ist. Beim Bestreuseln habe ich noch einen Tipp für dich. Am besten stellst du dir einen tiefen Teller unter, weil diese Streusel, die springen auf der Arbeitsplatte einfach so weg und so werden sie alle gefangen in dieser Schüssel. Die bunten Streusel, die ich heute benutze, die habe ich bei meinem lokalen Supermarkt gefunden. Falls euer die nicht hat, dann verlinke ich sie euch unten in der Infobox. Dann gebe ich euch auch einen Link für Einhornstreusel, die ich da gefunden habe. Die sind auch super süß und passen zum Motto. Sobald deine Schokolade komplett mit Streuseln bedeckt ist, kannst du es einfach umdrehen, das Glas, und die Streusel, die nicht haften bleiben an der Schokolade, fallen einfach ab. Ich finde, das sieht schon richtig schön aus, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch hier und da kleine Akzente mit den größeren Streuseln setzen. Bei mir waren so Stäbchen drinne und Herzchen und Wolken und größere Kugeln. Also nehmt euch einfach noch mal ein bisschen von der warmen Schokolade auf den Pinsel, tupft es ein bisschen auf den Rand auf und setzt hier und da ein paar Akzente. Die Gläser, die ich heute benutze, sind so Einmachgläser mit Deckel, mit Schraubdeckel. Und die benutze ich nicht zum Einmachen, sondern wir trinken da draus. Ich mag gerne Limonade da draus trinken oder einfach mein Wasser mit Zitrone morgens. Oder ich mache auch die Overnight Oats da drinne. Also die sind echt für vieles verwendbar. Wenn du Interesse hast, verlinke ich dir die unten in der Infobox. Ich habe lange rumprobiert, bis ich die richtige Methode gefunden habe, aber ich finde, dieser Streuselrand kann sich echt sehen lassen. Ich hoffe, ihr probiert ihn auch mal aus. Dass unser Smoothie wie ein Sorbet schmeckt, machen wir einen Zuckersirup. Einfach aus Zucker und Wasser kurz aufkochen lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und dann könnt ihr es schon in ein Glas füllen und abkühlen lassen. Vielleicht am Anfang draußen auf der Arbeitsfläche und dann später im Kühlschrank.
Als nächstes machen wir diese türkis eingefärbte Schokosauce für die Innenseite von dem Glas. Dazu schmelzt du deine weiße Schokolade über einem Wasserbad. Wenn du schon mehr von meinen Videos gesehen hast, weißt du, ich arbeite immer mit Kellerbord. Das ist eine belgische Schokolade, die total lecker schmeckt. Ich verlinke sie dir unten in der Infobox. Bei der Schokosauce kannst du direkt über dem heißen Wasser bleiben. Da ist es nicht schlimm, wenn die Schokolade ganz schnell schmilzt und ein bisschen heißer wird. Wenn deine ganze Schokolade geschmolzen ist, kannst du es schon vom Wasserbad nehmen. Dann gibst du einfach nach und nach die Sahne dazu und rührst alles gut unter. Das komplette Rezept findest du natürlich wie immer auf meiner Webseite. Den Link, den stelle ich dir unten in die Infobox. Jetzt müssen wir es nur noch ein bisschen mit Lebensmittelfarbe Türkis einfärben. Am besten machst du das mit so einem Zahnstocher, wenn du eine feste Farbe hast wie ich. Manche haben auch Tropfen, dann kannst du es einfach raustropfen. Achte darauf, dass die Lebensmittelfarbe für Schokolade geeignet ist. Und dann verrührst du einfach alles gut. Ich habe so ein Farbset, das ist ein ganz gutes Beginner-Set mit verschiedenen Farben, das verlinke ich euch unten und das hält auch total lange, wenn man immer mit einem frischen Zahnstocher reingeht. Um es gut an den Rand vom Glas zu bekommen, habe ich es hier in so eine Spritzflasche gefüllt, die eignet sich eigentlich ganz gut dafür. Jetzt muss eure Schokosauce nur noch gut abkühlen, weil sonst bleibt sie nicht am Rand hängen und verläuft direkt unten ins Glas. Also wartet ein bisschen, bis es Raumtemperatur erreicht hat. Wenn es immer noch zu flüssig ist, könnt ihr es auch kurz in den Kühlschrank stellen. Wenn es zu hart ist, dann einfach ein bisschen warmes Wasser und einmal schütteln. Ja, und wenn die Soße dann kalt ist, dann könnt ihr es einfach in das Glas dekorieren, so wie ihr es möchtet, irgendwelche Muster oder Drips, wie ihr das wollt. Wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, ist das das beste Kompliment, was du mir geben kannst, weil was ich hier in meinen Videos mit dir teile, ist meine absolute Leidenschaft. Noch besser ist, wenn du mir ein Abo da lässt, weil dann wirst du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Das Letzte, das wir vorbereiten müssen, bevor es dann endlich losgehen kann mit unserem Smoothie, ist der saure, bunte Zucker in zwei Farben. Das könnte nicht einfacher sein und geht super schnell. Gebt einfach euren Zucker in eine Tüte und dann kommt schon eure Zitronensäure dazu. Einfach mit dem Löffel ein bisschen was zur Tüte geben und das sorgt dafür, dass der Zucker so einen richtig schönen, sauren Geschmack bekommt. Total lecker! Ich habe mich für Rosa und Türkis entschieden, weil Türkis ist ja schon die Schokolade, von daher passt es ganz gut. Und dazu gebt ihr einfach mit einem Zahnstocher wieder ein bisschen von der Lebensmittelfarbe zum Zucker dazu, schmiert es ab und dann massiert ihr alles gut in den Zucker ein. Verschließt die Tüte und dann könnt ihr es schütteln, massieren, bis die Farbe komplett im Zucker verteilt ist und der ganze Zucker eine Farbe hat. Ja, jetzt kommen wir schon zum besten Teil. Jetzt machen wir endlich unseren Smoothie / Slushy in unserem Mixer. Dazu gebt ihr einfach all eure gefrorenen Früchte hier rein, plus die Eiswürfel. Die Eiswürfel, die gefrorene Mango, gefrorene Erdbeeren und der gefrorene Dragon Mix. Die wunderschön pinke Farbe in unserem Smoothie ist von der Drachenfrucht und die habe ich gefroren in so einem Mix gefunden bei meinem Supermarkt und da waren Mango und Banane noch mit drin und das könnt ihr auch alles drin lassen, aber bei mir war noch Ingwer in dem Mix und den habe ich rausgenommen, weil den würde man später rausschmecken. Dazu kommt dann noch die Milch. Ich lasse mir ein bisschen was übrig, dann kann ich die Konsistenz noch ein bisschen dünner machen, wenn es mir zu dick ist später. Dann die Zitrone. Presst einfach die halbe Zitrone so rein. Schaut, dass ihr keine Kerne mit reinbekommt. Dann einen Teelöffel Vanille. Das ist die Vanillepaste von Vanille Campin, die verlinke ich euch unten. Die hat einen mega intensiven Geschmack.
Und es braucht auf jeden Fall ein bisschen Säure. Seid sparsam mit der Zitronensäure, macht lieber noch mal ein bisschen was später hinterher. Ich fange mal mit so einem kleinen Teelöffel an. Dann einfach alles verschließen, gut verschließen. Und dann einfach alles gut pürieren. Ich habe hier so einen Stab, da kann ich die Früchte immer runterdrücken und dann vermischt sich das ein bisschen besser, weil ihr wollt ja so eine richtig dicke Konsistenz haben, wie so ein dicker Slushy oder Smoothie. Ich habe den Zuckersirup vergessen, den gebe ich jetzt noch dazu und mische den nochmal unter. Wow, die Farbe ist echt unglaublich cool, schaut mal. Wow, Wahnsinn. Total lecker. Ich glaube, ich mache noch so einen kleinen Hauch von der Zitronensäure rein. Wirklich nur noch so einen Hauch. Ich mixe alles nochmal kurz durch. Jetzt könnt ihr euren Smoothie ganz langsam und vorsichtig in eure Gläser füllen, dass nichts auf den Schokostreusel ranfällt. Das zweite Smoothie-Rezept ohne Milch, sondern mit schwarzem Johannisbeersaft, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Da gibt es einen Link zu meiner Webseite und da findet ihr beide Rezepte. Damit sind wir jetzt endlich bei meiner geheimen Zutat und die sind, Trommelwirbel, Nerds. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich hoffe, ihr findet sie bei eurem lokalen Supermarkt. Probiert sie mal aus. Die geben dem Cocktail noch den extra Kick. Wenn ihr die im Strohhalm hochzieht und dann zerkaut, es ist eine Geschmacksexplosion. Also versucht sie. Meine Sorte ist Grape und Strawberry. Und die macht ihr dann drauf. Dann kommt die Schlagsahne oben drauf und dann der saure Zucker. Auf die eine Hälfte kommt der türkisfarbene Zucker und auf die andere der pinke. Natürlich könnt ihr alle möglichen Toppings benutzen. Mein Highlight heute sind meine Marshmallow-Einhörner. Wenn ihr die selber mal ausprobieren wollt, dann verlinke ich euch mein Video hier oben. Das Einhorn setzt ihr dann einfach in eure Sahne, gebt noch einen Strohhalm in euren Smoothie und dann habe ich noch so eine Zuckerkette gefunden, die habe ich an den Strohhalm gehängt und zum Schluss noch mit einem Regenbogen verziert. Das ist so ein kleiner saurer Gummi. Ja, schon ist er fertig, unser Einhorn-Smoothie. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso gut wie uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen. Genießt ihn bei eurer nächsten Einhorn-Party. Und ich sage schon wieder danke fürs Zuschauen. Es war so schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Eure Niki.